Es ist ein langer Weg bis zum EU-Beitritt. Seit Jahren hisst Montenegro die EU-Flagge neben seiner Nationalflagge mit dem Doppelkopfadler. Und doch ändert sich nichts in dem 13.000 Quadratkilometer kleinen Land, das es gewöhnt ist, größeren Mächten zu unterstehen. Cetinje ist die frühere Hauptstadt. Das Land war ein Königreich, bevor es ein Teil Jugoslawiens und 2006 wieder unabhängig wurde. Rund um den Königspalast findet man noch Botschaftsgebäude von damals. Der Musiker und Lokalhistoriker Bole Boskovic stellt mit einem gewissen Fatalismus fest, dass das Land sich bis heute schwer tut, seinen Platz zu finden. Wir waren immer eingekeilt zwischen den Interessen der Großmächte. Heute gibt es drei oder vier Einflusssphären, die auf Montenegro einwirken. Geplant ist, dass wir der EU beitreten. Wir sind NATO-Mitglied und stehen im Moment international unter dem Druck Russlands. Die Geschichte wiederholt sich zweifellos. Montenegro steht zwar eindeutig hinter der Ukraine, ist aber traditionell russlandfreundlich, hat eine orthodoxe Kirche, die Sprache ist slawisch. Da fällt es schwer, die Interessen des eigenen Landes zwischen Ost und West auszutarieren. Für Montenegro ist die aktuelle Situation ziemlich heikel und gefährlich. Man darf nicht vergessen, dass wir ein ganz kleines Land mit nur 650.000 Einwohnern sind. Andererseits haben wir eine wichtige geostrategische und militärische Position. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass wir NATO-Mitglied sind. Wir haben es geschafft, unser Land einem Lager sicher zuzuordnen. Das ist in diesen unruhigen Zeiten ganz entscheidend. Das Großereignis des Sommers in diesem bergigen Land ist jedoch die Eröffnung der ersten Autobahn, die die heutige Hauptstadt Podgorica mit Serbien im Nordosten verbinden soll. Am Ende soll diese Autobahn bis zum Hafen Bar an der Adria hinunterführen. Ein chinesisches Unternehmen leitet den Bau, da Peking versucht, Handelskorridore durch den Balkan zu eröffnen und damit möglichst die Kontrolle über die großen Häfen zu erlangen. Doch die Autobahn war teuer. 1 Milliarde Euro für nur 40 Kilometer. Montenegro ist hoch verschuldet und musste im letzten Jahr die EU um Unterstützung bei den fälligen Zahlungen bitten. Das Restaurant Tani steht nun am Fuß des Viadukts. Die Fahrer halten hier nicht mehr, aber die Gäste freuen sich, da die alte Straße am Fluss entlang zu gefährlich war. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich fahre seit 16 Jahren mit meinem LKW durch die Schlucht und habe auf dieser Straße viele Leben gerettet. Ich halte diese Autobahn für sehr wichtig. Ihr Bau war sehr sinnvoll. Wir haben hier viele Probleme, aber wir können ja schlecht ohne einen einzigen Kilometer Autobahn der EU beitreten. Der Preis dafür ist extrem hoch, 26 Millionen Euro pro Kilometer. Wenn Montenegro Chinas Autobahnrechnung nicht bezahlen kann, muss es laut Vertrag den Hafen von Bar an China abtreten. Diese Vertragsklausel sei skandalös, kritisiert die NGO MANS. Sie prangert auch die Korruption im Land an, unter Präsident Milo Djukanovic, seit 30 Jahren der starke Mann Montenegros. Hier überlagern sich widerstreitende Interessen der Großmächte. Und leider haben wir hier eine politische Klasse, die ihre Versprechen nicht einhält. Keiner der Politiker folgt den vereinbarten Prinzipien. Ihre Rhetorik, ihre Strategien und ihr Verhalten drehen sich wie die Fähnchen im Wind und die richten sich nach Einflussnahmen aus dem Ausland aus. Ob sie nun positiv oder negativ sind, sie beeinflussen das Handeln unserer Politiker stark. Dadurch haben unsere Bürger leider kaum Möglichkeiten, über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden. Die einzige Hoffnung auf Veränderung ruht auf dem neuen Premierminister. Vor dem Interview beeilen sich seine Mitarbeiter, neben der NATO-Flagge auch noch die der EU zu hissen. Dritan Abasovic ist 36 Jahre jung, gehört der albanischen Minderheit an, ist nicht praktizierender Muslim und glaubt an einen kurzfristigen EU-Beitritt, auch wenn sich die Situation geändert hat. Die Situation nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine führt sicher zu einem Umdenken bei allen Beteiligten. Die EU hat zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Osterweiterung weiter voranzutreiben, mehr Solidarität zu fördern und großzügiger gegenüber den EU-Beitrittskandidaten zu sein. Die zweite Möglichkeit ist eine Verwirrungspolitik, aber das ist letztendlich sehr riskant. Aus meiner Sicht dürfen die Länder des Westbalkans nicht das schwarze Loch Europas bleiben. Für die Sicherheit ganz Europas ist es von entscheidender Bedeutung, diese Länder in die Europäische Union zu integrieren.
Von allen Beitrittskandidaten der Region ist Montenegro in seinen Vorbereitungen am weitesten fortgeschritten. Doch nun öffnet die EU ihre Arme vor allem der Ukraine und Moldawien. Schlimmer noch, der große Nachbar Serbien, dessen Schicksal Montenegro lange Zeit teilte, vertritt eine zwiespältige Haltung gegenüber Putins Russland, was den Beitritt Montenegros weiter hinauszögern könnte. In der Zwischenzeit verfolgen die Pro-Europäer weiter ihren Kurs. So wie die Journalistin und Aktivistin Milka Tadic, die gestern gegen den Nationalismus in Ex-Jugoslawien kämpfte und heute für den EU-Beitritt. Wegen des Kriegs in der Ukraine könnte der Balkan in Vergessenheit geraten. Wenn diese Länder nicht Mitglied der EU werden, wovon werden sie dann ein Teil sein? Welchen Einfluss wird Russland dann in der Region haben? Und nicht nur Russland, sondern auch China. Wir haben hier viele chinesische Investitionen und natürlich auch solche aus Russland und anderen Ländern. Wenn wir nicht in der EU sind, wozu werden wir dann gehören? Die Mehrzahl der Auslandsinvestitionen in Montenegro stammt nicht aus der EU. Der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes ist der Tourismus und die Adriaküste dabei besonders begehrt. Budva ist ein schickes Paradies. Touristen aus Russland, Weißrussland und der Ukraine haben den Ort verändert, nicht immer unbedingt zum Besseren. Betonburgen türmen sich und einige Baustellen dubioser ausländischer Baufirmen liegen brach. Mafia und Korruption sind Wörter, die hier oft fallen. Doch das historische Zentrum von Budva ist sehenswert. Das möchte uns Svetlana zeigen, die aus Moskau stammt. Das hier war der erste Ort, an dem ich spazieren ging, als ich Ende letzten Sommers nach Budva kam. In Russland habe ich mich zivilgesellschaftlich engagiert. Zuerst wurden wir als ausländische Spione bezeichnet, dann als unerwünschte Organisation. Ich hätte meine Tätigkeit gern fortgeführt, aber unsere Anwälte haben den Verein lieber dicht gemacht. Inzwischen ist doch meine Familie hier. Meine Kinder kamen zum Studium her. Sie und ihr Mann leiteten Privatschulen in Moskau. Sie entschied sich, ihr Engagement in Montenegro fortzusetzen, statt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Früher wusste ich, ich kann in Russland meinen Beitrag leisten und habe das auch getan. Seit dem Krieg stehen mir diese Instrumente zur Förderung von Bildung, Offenheit und Information nicht mehr zur Verfügung. Gewaltfreie Möglichkeiten des zivilen Widerstands sind heute in Russland unmöglich geworden. Hier habe ich mich eher zufällig und spontan engagiert, als mir klar wurde, dass Flüchtlinge keine Anlaufstelle haben würden. Dass sie keinen Ort haben, an dem sie leben können, weil es in diesem Land keine Flüchtlingshilfeorganisation gibt. Also habe ich meinem Aufenthalt hier einen Sinn gegeben und habe meinen Platz gefunden. Sie gehört zu den Sponsoren, die Unterkünfte für die 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine finanzieren. Darunter Lena und ihre Kinder aus Odessa. Wenn ich daran denke, wie ich herkam und diese Leute sah, habe ich immer noch eine Gänsehaut. Seht mal, wer uns hilft. Russen. Sie verstehen, dass es nicht normal ist, was gerade passiert. Ihre Unterstützung war sehr wichtig für mich. Hier bin ich nun mit meinen Kindern in Sicherheit, dank der Hilfe dieser Menschen, die aus Russland kommen und die eigentlich auch leiden. Ich hätte Verständnis, wenn mir jemand, der erfährt, dass ich Russin bin, ins Gesicht spuckt. Ich könnte das verstehen. Wie viele Russen, die diesen Krieg ablehnen, fragt sich Svetlana, wo ihr Platz in Zukunft sein wird. In der Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge haben Russen aus Budva Kleidung gespendet. Hier in Montenegro können sie sich austauschen. All meine russischen Freunde stellen sich dieselbe Frage. Wenn ich nicht schuld bin, wer denn dann? Das ist die Frage, die ich immer wieder höre. Danke.
Die Kollektivschuld ist ein Problem. Wenn sich alle schuldig fühlen, trägt kein Einzelner mehr die Schuld. Eine kollektive Verantwortung fühle ich aber schon. Das ist im Moment eine sehr konkrete und auch schwierige Frage. Denn es ist offensichtlich, dass wir Russen da in den letzten Jahren nur stillschweigend zugesehen haben. Ohne jeden Zweifel. Wenn wir vor ein paar Jahren erkannt hätten, was uns bevorsteht, hätten wir vielleicht, wahrscheinlich, mehr getan. Russen, die schon vor langer Zeit erkannt hatten, dass es mit ihrem Land bergab geht, gibt es durchaus in Budva. In einer noblen Residenz am Meer, wo reiche Ukrainer ihre großen Autos neben denen von Russen parken, lebt Marat Gellmann, ein Galerist und Sammler zeitgenössischer Kunst aus beiden Ländern. Nein, ich sehe mich nicht als Flüchtling. Ich habe Russland 2014 verlassen, weil ich mit der russischen Kriegstreiberei nicht einverstanden war. Durch die Annexion der Krim war offensichtlich, dass dies irgendwann in einem Krieg enden würde. In Budva organisiert er mit der Hilfe anderer russischer Milliardäre im Exil kulturelle Treffen. Für ihn ist Montenegro der ideale Ort, um Frieden zu stiften. Ich glaube, dass dieser Krieg für Montenegro eher eine Chance ist. Eine Chance, um alle Unklarheiten gegenüber Russland loszuwerden. Es ist eine Möglichkeit, neue, engagierte, verantwortungsbewusste Bürger anzuziehen. Neue Einwohner, die aus Russland und der Ukraine hierher kommen. Das bietet auch eine Chance, den Beitritt zur EU zu beschleunigen. Hier ist der ideale Nährboden für etwas Neues, das zwischen den Russen und Ukrainern entstehen kann. So scheint der Balkan heute zu seiner ursprünglichen Berufung zurückzufinden. Als Begegnungsstätte zwischen den Völkern, mitten im politischen Widerstreit der Mächte. Auch wenn dies heute auf Kosten der europäischen Integration des kleinen Montenegro geht, das so gern seinen eigenen Weg gehen würde, ohne dass ihm andere das Steuer aus der Hand nehmen.